In dem nachfolgenden Onboard-Video geht es darum, wie ich am Pannonia-Ring mit meiner Honda SC82 ohne Elektronik fahren musste. War ein kurzzeitiger Defekt über ein Wochenende, auf den ich nach der Onboard-Lab eingehe, warum das war, wie ich mich währenddessen verhalten habe und wie man denn in so einer Situation reagieren kann oder soll oder was meine Empfehlung ist. Erst einmal wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser einen Onboard-Runde. Wie ist das Ganze hergegangen? Ich bin zum Pannonia-Ring gefahren, habe mir mal ausnahmsweise ein Wochenende für mich genommen, einfach mal mein Motorrad und ich, ohne Arbeit, ohne Hintergrund, einfach mal Spaß haben wieder. Ja, das hat nicht sollen sein. Ich bin losgefahren und hatte in der ersten, zweiten, dritten Runde irgendwie so auf einmal einen Ruckler im Motorrad, so ein, also wenn Sprit leer wäre oder Zündung weg wäre, und hatte dann die Motorkontrolllampe und die Traktionskontrolllampe im Dashboard und habe das natürlich dann gleich optisch wahrgenommen und dachte mir, okay, hast du keine Traktion mehr, bin dann aber den Turn weitergefahren und dachte mir, okay, mal schauen, was ist jetzt anders, Motorrad hat sich anders angefühlt, die ganze Charakteristik, Gasannahme und so weiter. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt logischerweise, dass keine Traktionskontrolle mehr vorhanden war, dementsprechend defensiv bin ich auch gefahren. Sondern bin ich in das Fahrerlager, habe natürlich angefangen zu suchen. Das Erste, was du natürlich bei einer Kit-Elektronik suchst, ist die Einstellung der Radumfänge. Und zwar habe ich verschiedene Reifendimensionen probiert und dachte mir eigentlich, okay, ich habe jetzt falschen Radumfang programmiert und ja, machst du nochmal und dann passt schon. Ne? Also so Leichtsinnsfehler, das war so meine Vermutung. Gesagt, getan, gedacht, getan, nochmal neu programmiert und keine Änderung. Ne? Wieder das gleiche Phänomen, keine Traktionskontrolle. Und dann fängst du natürlich an, Raddrehzahlsensoren anzuschauen, sauber machen, passen die Abstände, sind die Bleche verbogen, die Raddrehzahlbleche, baust du aus, tust am Tisch legen, alles gemacht, getan, minimal, vielleicht der Abstand nicht optimal, vielleicht war da ein bisschen Schmutz, ne? So, man hat ja da so Gehirnspinste manchmal. Naja, wieder probiert, hat nicht funktioniert, okay. Ja, dann habe ich relativ schnell festgestellt, okay, den ersten Tag, da muss ich mich jetzt damit abfinden, dass ich ohne Elektronik fahre, weil ich habe die Zeit jetzt nicht während dem Tag und ich möchte ja gerne Motorrad fahren. Also habe ich mich entschieden, ohne Elektronik zu fahren.
weil ich den Fehler auf die Schnelle nicht gefunden habe. Muss dazu sagen, den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen. Das war Code 103 von HRC Kit Elektronik, heißt im Endeffekt CAN Bus Mail Function. Das kann im Endeffekt alles mögliche sein. Also das heißt, der CAN-Bus funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Kabel, irgendein Kabeldefekt, irgendein Sensordefekt, whatever. Okay, dann bin ich aber trotzdem gefahren und habe mir gedacht, okay, wie machst du das jetzt? Grundlegende mentale Einstellung ist natürlich sehr defensiv. Einfach ein bisschen einen Gang zurückschalten, ein bisschen humaner fahren, ein bisschen runder fahren, ein bisschen softer fahren, die Kurvenausgänge vielleicht nicht unbedingt immer ganz eng halten, wenn es nicht unbedingt sein muss, und auch mal die Linie ein bisschen weiter führen und früher am Körper nach außen, und natürlich auch das Gas, die Gasannahme ist sehr smooth und früh, aber smooth, also ganz, ganz, ganz sachte ans Gas. Und man hat schon relativ schnell gemerkt, dass wahnsinnig krass eigentlich, wie viel eine Traktionskontrolle abhält, dass der Spin von so einem Hinterreifen so schnell kommt, und zwar kommt er erst akustisch. Also das Motorrad fängt erst an, akustisch wirklich über das Hinterrad zu spinnen, und das ist wie wenn die Kupplung rutschen wird, so richtig so. Und erst nach dem akustischen kommt dann auch das Hinterrad erst quer. Also das heißt, es dreht erst durch, bevor es zur Seite weggeht. Das ist höchst interessant, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Hatte da in Kurve 6, 7, 8 da auch den einen oder anderen Auskeiler, der verblüffenderweise auch nicht wahnsinnig überraschend kam. Also man weiß ja, okay, ich habe keine Traktion, und man sucht dann natürlich trotzdem so ein bisschen, was geht jetzt? Und dann fängt es natürlich langsam an, so. Oh, okay, hier sind wir, alles klar. Gehst natürlich nicht abrupt ans Gas. Dementsprechend war das schon zu kontrollieren und auch machbar. Ne? Also rundenzeittechnisch mit 1,57, da fehlt mir jetzt eine Sekunde, die ich definitiv schon gefahren bin. Also 1,56 bin ich da schon 2021 gefahren mit der Yamaha. Seitdem bin ich aber auch eigentlich fahrerisch schneller geworden. Das heißt, ich hätte mir natürlich vor dem Wochenende schon erhofft, dort mit einer 55er Zeit heimzugehen. Das war halt nicht der Fall. Also 57 war dann auch irgendwo mein persönliches Limit, weil auch da schon so ein bisschen zum einen natürlich der absolute Respekt mitgefahren ist, zum anderen aber nicht nur unbedingt, dass das Motorrad keine Traktionskontrolle mehr hatte, sondern das, was mich viel stärker gestört hat, war die Charakteristik, die ganz komisch war. Also die Gasannahme, die Motorcharakteristik über das Drehzahlband fühlte sich anders an. Und auch die Motorbremse war ganz komisch. Also teilweise hatte ich überhaupt keine Motorbremse, also wenn sie gar nicht vorhanden war, manchmal war sie dann wieder da. Also es war sehr, sehr schwer zu fahren, und ich habe auch mit den Gedanken gespielt, nach Hause zu fahren, habe es dann aber trotzdem durchgezogen, dachte mir, komm, machst halt Grundlagen aus, da fährst jeden Turn durch, machst halt einfach deine Runden, achtest mal auf ein paar andere Sachen, habe dann auch ein bisschen am Fahrwerk rumgebaut, Federn geändert etc. pp. Also einfach das abgestempelt. Aber es war natürlich schon so, wo ich sage, okay, empfehle ich das jetzt jedem? Das ist die Frage, inwiefern, dass du dich während dem Fahren immer wieder daran erinnerst, hey, du hast keine Traktionskontrolle. Und jetzt sagt wahrscheinlich der eine oder andere wieder, ach, Traktionskontrolle braucht kein Mensch. Ich würde sagen, bei alten Bikes, die von Haus aus keine haben, brauchst du die auch nicht, weil das Motorrad fährt ja gut ohne Traktionskontrolle. Das Problem ist, dass die heutigen Superbikes auf ihre Elektronik so angewiesen sind, nicht nur was die Traktionskontrolle anbelangt, sondern die ganze Motorcharakteristik. Die IMO-Schräglagensensorik, die ist permanent am Messen, am Tun, am Machen, die will permanent wissen, was haben wir für Schräglagen, was haben wir für einen Willi-Winkel etc. pp., was haben wir für Raddrehzahlen. Das heißt, die ist ständig am Kontrollieren, am Regeln. Nicht Regeln in Form von, sie macht das Gas zu, sondern Gemischanfettung und. Also du brauchst für ein aktuelles Superbike die verbaute Elektronik, damit das funktioniert, damit das harmonisch fährt, ohne dass es, also meine, dass man ohne Traktionskontrolle fahren kann, habe ich da gezeigt, es geht, aber das Motorrad fährt nicht so, wie es normalerweise soll. Von dem her ist der Spaßfaktor schon um einiges weiter unten, nicht nur, weil es keine Traktionskontrolle hat. Ja, also man konnte damit fahren, man hat es gesehen. Und komischerweise hat auch der Quickshifter und Blipper die meiste Zeit funktioniert, nur hin und wieder hat er Aussetzer gehabt, das war seltsam. Und auf jeden Fall habe ich dann am Abend natürlich weiter rumgesucht, habe den Tank runtergenommen, die Airbox, habe alle Kabel, habe mir einen Schaltplan geholt, habe alle Massepunkte kontrolliert, alle anderen Kabelstränge, ob die irgendwo Defekte haben, vom Sturz vielleicht noch aus dem Februar, dachte ich mir, vielleicht ist da irgendwas kaputt gegangen, was erst im Nachhinein passiert ist, weil in Rijeka nach dem Sturz
hat alles funktioniert und habe wirklich fast das ganze Motorrad zerlegt und habe aber nichts gefunden. Und bin dann mehr oder minder das ganze Event so durchgefahren und habe mich dann jetzt nach unserem Event in Rijeka mit dem Gesselbauer Gerry dort getroffen und der hat mir dann geholfen, den Fehler zu suchen und der hat wie so mit dem sechsten Sinn dann auf den Kabelbaum hingefasst und hat den angeschaut und hat gesagt, was ist denn das? Und dabei war auf dem vorderen Kabelbaum, der vorn zum Dashboard hingeht, der war quasi so am Geweih fixiert mit Kabelbinder und Kabelhalter. Und das hat am Geweih gewetzt. Und das war so offensichtlich, beziehungsweise so einfach zu sehen, dass ich an dem Zeitpunkt des Pannonia-Rings da überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, nachzusehen, weil ich habe immer dahin gesehen, wo es quasi kompliziert und schwer war hinzukommen, weil ich mir dachte, das muss irgendwas Schwerwiegendes sein. Und dabei war das, theoretisch hätte man das sogar samt der Verkleidung sehen können, wenn man zu dem Zeitpunkt da hingefasst hat. Und zwar hat der ganze Kabelstrang, also so ein dicker Kabelstrang, mit natürlich ummantelt dementsprechend, hat an dem Geweih gewetzt durch die hochfrequente Vibration des Motors. Das heißt, der Kabelbaum bewegt sich theoretisch nicht, der macht keine Bewegung, der federt nicht oder sonst irgendwas, sondern nur durch das hochfrequente Vibrieren des Motors, durch die Drehzahl, hat sich der quasi an dem Geweih wundgewetzt. Und das heißt, die Ummantelung ist irgendwann durchgescheuert gewesen und dann haben wir mit dem Geweih vier Kabeln gebrückt. Und die haben sich dann berührt und haben einen Campus-Kurzschluss verursacht. Und das war im Endeffekt so simpel, aber ich habe mich natürlich wahnsinnig über mich geärgert, dass ich das habe nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das Motorrad zerlegt und habe alles Mögliche gesucht, was so einfach, dass ich da vorne hätte geschaut. Das guckst du so rein und sagst, was soll denn da fehlen? Ne? Es war, auf der einen Seite war ich natürlich froh, dass wir den Fehler dann im Endeffekt kostenneutral gefunden haben. Auf der anderen Seite habe ich mich über mich selbst geärgert, dass ich nicht auf die Idee gekommen wäre, da zu gucken. Was hier die Message auf jeden Fall sein soll, ist, und das hätte ich selbst nicht gedacht, dass ein Kabelbaum, der sich offensichtlich nicht bewegen kann, also da ist keine, der ist nicht an der Schwinge dran oder an der Gabel, das wo ständig so macht, sondern der einfach an der Karosserie, an der Verkleidung, am Geweih keine direkte oder bewusste Bewegung macht, rein durch das hochfrequente Vibrieren des Motors sich da wundwetzen kann. Das hätte ich selbst nie gedacht, habe ich so noch nie gesehen, hat mich total überrascht und das war so auch so ein Mindblower, dass ich mir gesagt habe, okay, du musst in Zukunft sowas viel genauer anschauen und wirklich jedes Kabel polstern, dass keine Scheuerungen auftreten können. Auch die Message an euch, schaut eure Kabelbäume an, speziell wenn ihr andere Verkleidungen drauf habt, dann sind auch die Kabelführungen meistens nicht mehr gegeben. Dann fängt man natürlich an mit Kabelbinder und irgendwie irgendwo ranbinden und ein bisschen, ne? Das ist irgendwie nicht optimal und man muss echt schauen, dass man für Abstände sorgt an Rahmen oder irgendwelchen Haltern, damit keine Scheuerungen entstehen. Und von dem her, wir haben das dann erstmal prophylaktisch, provisorisch geflickt, um zu schauen, ob es dann wieder geht. Und tatsächlich, wir haben die vier Drähte geflickt an der Rennstrecke in Rijeka, nach unserem Event quasi, wo wir selber unser eigenes Event haben. Und ich bin rausgefahren und tschack, bumm, die Elektronik hat funktioniert. Besser denn je so quasi. Ne? Also, ja, auf der einen Seite ärgerlich, auf der anderen Seite wahnsinnig lehrreich. Und kann auch die Message an euch, also kann auch mir passieren, ihr wisst, ich bin eigentlich ein Perfektionist und ich will alles unter Kontrolle haben, alles picobello sauber, aber ich bin nicht gefeit davor, dass mir solche Fehler passieren und solche Dinge passieren. Also das Motorrad kann nichts dafür, es ist kein technischer Defekt im Sinne von Bauteil, Honda ist schuld oder whatever. Nein, das ist aufgrund von keine Originalverkleidung, dann suchst du noch Kabelführungen, dann baust du dir welche und das ist natürlich nicht immer 100% korrekt und ab dem Zeitpunkt wird das besser sein, weil man sowas dann auch mal im Kopf hat. Also, Message an euch, kontrolliert eure Kabelbäume. Message an euch, ja, man kann ohne Traktionskontrolle fahren, es ist noch nicht so cool wie mit. Klar, wenn es dann auskeilt und man eine Drift halten kann, sagt, ja, yeah, cool. Aber klar, am Ende des Tages macht es natürlich mehr Spaß, wenn da vorne keine Lampen leuchten. Ne? Es ist auch vom Kopf her irgendwie leuchtende Lampen drin, das ist einfach scheiße. Ne? Also, soll es von der Seite her gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und spannend für euch, dass ihr auch mal so solche Sachen von mir mitbekommt, dass ihr aus meinen Fehlern lernt
und dass ihr ihn nicht selber machen müsst. Viel gespart. Und ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben für dieses Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin und ciao.